Die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Wie war das? Kenne deinen Feind? Finde ich gut. Ja, damit wir nicht einfach mal von Mission zu Mission hetzen, hetze ich jetzt mal kurz in die Waffenkammer und mach vorher mal Charlie. Stopp bei Charlie. Können wir mit dem jetzt einfach mal so sprechen? Hey Sam, ich habe vorhin kurz einen Wix-Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeit. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Ja. Das wär's erstmal. Wenn ich noch was höre, häng ich dich an. Ich glaube, die Koop-Mission mache ich entweder gegebenenfalls mit einem Kollegen oder halt nach der Hauptstory. Dann müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden. Aber das kommt. Sobald mir das dann möglich ist. Ah, okay. Schwarzmarkt. Ich gehe jetzt erstmal im Schwarzmarkt einkaufen. Grade den Paladin ab. Um dann mal zu gucken, was es sonst noch für Waffen gibt. Bilder von Noris anweisen. Und dann können wir direkt mal mit Kobin sprechen. Erzähl. Grim, was hast du Neues für mich? Äußerst wenig Zeit. In den Angriff überzugehen klingt super, aber es gibt zu viele Spuren. Kann Charlie uns helfen? Ja, aber er ist nur die Hälfte der Zeit bei einer Sache. 50% mehr als du dachtest. Flugzeug upgraden, ja, das hört sich doch gut an. Das ist ziemlich geil. Dann machen wir das doch mal. Die hatten wir schon. Ja, der Rest ist ziemlich teuer. Dafür habe ich im Moment nicht genug Geld. Wunderbar. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Ja, das mag sein, aber ich suche jetzt mir erstmal ein Telefon. Hallo, Schatz. Oh mein Gott, Dad.
Was ist passiert? Ich lese gerade die verrücktesten Meldungen aus Chicago. Warst du das? Hast du... Alles okay. Mir geht's gut. Kauf sicherheitshalber ein paar Flaschen Wasser. Du glaubst nicht, was los ist. Ich meine, Guam war eine Sache. Aber keiner hatte damit gerechnet, dass die uns wirklich hier angreifen. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich versuche keine Nachrichten zu sehen. Es ist schlimm. Es hätte schlimmer kommen können. Glaub mir. Völlig egal, Dad. Es ist passiert. Hier. Jeder glaubt, dass er das nächste Ziel sei. Lass sie ruhig spekulieren. Menschen in Angst interessieren sich nicht für Logik. Sie geraten in Panik. Hast du mir beigebracht? Manche wollen, dass das Kriegsrecht angewandt wird. Und in Toledo hat ein Irrer das Gemeindezentrum angezündet. Solche Dinge geschehen überall. Okay. Sei vorsichtig. Wenn du Hilfe brauchst. Dann weiß ich, wen ich anrufen kann. Bis bald. Ja. Okay. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gibt's hier was Neues? Nö, nix los. So ein Scheiß. Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Zu Corbin. Hey. Nice one. Corbin. Es wundert mich, dass du mich noch nicht durch irgendeine Glasscheibe geworfen hast. Mich auch. Ja, es ist fast, als wäre ich jetzt ein Teil des Teams. Dreh mal nicht durch. So nützlich warst du auch wieder nicht. Der hat auch Mission. Gute Arbeit, Charlie. War mir wie immer ein Vergnügen. Grüß die Eiskönigin von mir. Arschloch. Gott, ich mag den... Ui. No, schade. Ich mag den Kerl nicht. So, und Charlie hat irgendwas Neues für mich. Wollen wir doch mal gucken. Was hast du denn für mich, Charlie? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Ja. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man es nur, wenn es schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeit. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Soweit war ich schon. Naja. Okay. Ich bleib doch von meinen alten Stiefeln. Brillen gibt's hier echt viele. Spurenverfolger. Oh ja, die hole ich mir jetzt demnächst mal. Die Brille wird der nächste Einkauf. Perfekt. Das wär's erstmal. Wenn ich noch was höre, häng ich dich an. So, wunderbar. Ich
würde mal sagen, dann geht's in den nächsten Einsatz. Koop-Mission. Ach, da unten. Ah. Wollte schon sagen. Das Weiße Haus bittet alle Bürger, nach dem Angriff von Blacklist Amerikas Konsum Ruhe zu bewahren. Das war der erste Angriff der Engineers auf unserem Boden. Laut CDC handelte es sich um einen biologischen Waffeneinsatz, der in Chicago und Umland über 2 Millionen Opfer gefordert hätte. Nur das schnelle Handeln einiger weniger SWAT-Kräfte hat diesen möglicherweise größten Terrorangriff aller Zeiten auf die USA vereitelt. Ja, das finde ich ganz cool, dass man hier oben nachlesen kann, was man als nächstes Einsatzziel machen kann, um mehr Geld zu kriegen. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Corbin hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Corbin durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grim. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Was machen wir jetzt? In den Einsatz gehen, würde ich mal sagen, ne? Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Mission gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung? Und möchtest du mir noch was sagen, Corbin? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nouris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. In Nouris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Ja. Und ich empfehle mir, wir haben Flinten. Oh, cool, wir haben Flinten. Ach du Scheiße, und wir haben einen fetten Schwarzmarkt. Naja. Was man nicht alles rausfindet. Klein ist die Welt. Infos ausgespuckt. Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nouri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Corbins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nouri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nouri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset.